So, in diesem Video geht es um diese Aufgabe, in der man die Grenzwerte von Reihen errechnen soll. Das heißt, hier ist schon klar oder wird quasi vorausgesetzt, dass diese Reihe konvergieren und wir sollen den Grenzwert sogar ermitteln. Ja, was normalerweise doch recht knifflig ist, aber wir brauchen ja keine Angst zu haben, so schlimm kann es schon nicht sein. Okay, bei A sehen wir k gleich 2 bis unendlich und dann habe ich hier 2 mal 3 hoch k plus 1 geteilt durch 7 hoch k minus 1. So, was man da natürlich sofort erkennen muss, ist, wir haben hier irgendwie Terme hoch k ganz oft, ja, und da fällt uns hoffentlich natürlich die geometrische Reihe ein, ne? Die geometrischen Reihen sehen ja so aus, ne? Das ist ja Summe, k läuft los bei 0 bis unendlich und dann habe ich q hoch k und da kommt raus, das ist 1 minus 1 durch, 1 durch 1 minus q, falls der Betrag von Q kleiner, echt kleiner 1 ist. Ja? So, das heißt, da gibt es Ergebnisse und wenn der Betrag von Q größer gleich 1 ist, dann gibt es halt kein Ergebnis. Ja? Das heißt, dann ist die Reihe nicht konvergent. Ja, gut, was ist denn da jetzt los? Also, wir haben diesen Term hier. Wir müssen den also jetzt irgendwie dorthin massieren, sodass wir irgendwie eine geometrische Reihe hoffentlich wiederfinden. Und wir haben gute Chancen, weil es ist sehr nah dran. So, die Erkenntnis ist erstmal, dass Sie hier zum Beispiel diese 2 haben. Das ist eine konstante Zahl, die kann ich rausschmeißen. Ne? Also Summe k gleich 2 bis unendlich. 2 mal 3 hoch k plus 1 geteilt durch 7 mal hoch k minus 1. Da schmeißen wir einfach Dinge raus. Summe k gleich 2 bis unendlich. Also die 2 schmeiße ich raus und schreibe ich einfach mal da vorne hin. So. Und dann habe ich hier 3 hoch k plus 1. 3 hoch k plus 1. Das ist nichts anderes als 3 hoch k mal 3. Ja, 3 hoch k ist mir viel, viel lieber, weil ich ja für die geometrischen Reihen einfach nur ein hoch k haben möchte, als 3 hoch k plus 1. Also mache ich mal Folgendes. Ich schmeiße einfach diese 3 einfach auch raus und habe im Zähler plötzlich nur noch 3 hoch k stehen, was mich gleich viel glücklicher macht. Und jetzt habe ich im Nenner 7 hoch k minus 1. Ja, was kann ich denn da jetzt tun? 7 hoch k minus 1, da kann ich folgenden Trick machen. Ja, das ist einfach 7 hoch k mal ein Siebtel. Ja, so. Das heißt, ich möchte hier im Nenner auch 7 hoch k hinschreiben. Um das aber hinzukriegen, müsste ich quasi hier ein Siebtel hinschreiben. Ein Siebtel. Ja, und wenn ich das umschreibe hier als Faktor ein Siebtel, was bedeutet das? Das bedeutet ja im Prinzip nichts anderes, als dass ich hier mal 7 hinschreibe. Und das bedeutet wiederum, auch das ist eine konstante Zahl, die kann ich hier rausziehen. So, ja, also da habe ich gleich mehrere Schritte auf einmal gemacht, ohne das alles hinzuschreiben, aber Sie haben es ja gerade gesehen, wie das passiert. Ja, okay, jetzt habe ich also das geschafft, was ich schaffen wollte. Ich habe jetzt plötzlich eine geometrische Reihe. Nur es gibt einen Haken. Dieser Haken, der steht hier. Wir fangen gar nicht bei k gleich 0 an, denn das ist das, was die geometrische Reihe von mir fordert, dass ich bei 0 anfangen muss. Ja, also habe ich dann noch ein Problem. Das muss ich natürlich auch noch umbauen. Ja, wie mache ich das? Also ein Standardtrick an dieser Stelle ist, dass man einfach sagt, okay, 2 mal 3 mal 7 ist übrigens 42, ne? Das ist eine wunderschöne Zahl. Und dann schreibt man halt die Reihe hin, die man gerne hätte. Summe k gleich 0 bis unendlich, 3 Siebtel hoch k. Ja, das ist natürlich das Schöne, was man hier hat. 3 hoch k durch 7 hoch k ist 3 Siebtel hoch k. Und jetzt sehen wir schon, hey, wow, das ist eine geometrische Reihe, ja, weil diese Zahlen, die wir hier hoch k aufsummieren, ist nichts anderes als 3 Siebtel. Das erfüllt noch diese Voraussetzung für die geometrische Reihe. Und damit haben wir plötzlich eine Zahl hier stehen. Ja? Minus, ja, und jetzt muss ich aufpassen. Ich habe ja bei k gleich 2 angefangen, eigentlich. Und jetzt fange ich einfach frecherweise bei 0 an. So, das heißt, ich habe hier zwei Summanden hinzugedichtet. Die muss ich einfach wieder abziehen. Das heißt, ich habe hier 3 Siebtel hoch 0 hinzugedichtet und ich habe hier 3 Siebtel hoch 1 dazugedichtet. Nochmal ganz vorsichtig hingeschrieben, was da also genau passiert. Diese beiden Summanden habe ich hinzugedichtet, muss ich wieder abziehen, damit alles stimmt. Und beachten Sie auch, dass ich diese Klammern setze, weil diese 42 wirkt eben halt auch auf diese Kollegen hier, die ich mir dazugedichtet habe, ja? Oder die ich auch wieder abziehen muss, ne? Ohne diese Klammern ist das falsch, was dabei rauskommt. Ja, okay, aber jetzt bin ich ja schon da, wo ich hin wollte, nämlich jetzt habe ich nur noch quasi Zahlen, ne? Also 42. Jetzt kann ich diese Summe ersetzen durch 1 minus 3 Siebtel.
Und hier habe ich nur noch, das ist einfach 1 und hier habe ich 3 Siebtel. So, und der Rest ist Bruchrechnung. Ja. Also habe ich hier 42 und hier habe ich im Nenner habe ich 1 minus 3 Siebtel ist 4 Siebtel. Das ist also 7 Viertel minus, wie mache ich denn das? Ach, minus 4 Viertel, mache ich das mal so, minus 3 Siebtel. Ja, dann 42 und dann habe ich 3 Viertel minus 3 Siebtel. Ja, und dann bringe ich das Ganze auf denselben Nenner. Dann habe ich hier 42 und dann habe ich hier 28. Und dann habe ich hier 21 und hier habe ich minus 12. Dann bin ich also bei 42 mal 9 durch 28. So, und jetzt kann man noch ein bisschen kürzen. Man sieht ja zum Beispiel, dass 28 ist 2 mal 14 und 42 ist 3 mal 14. Das ist also 3 mal 9 durch 2. Und dann bin ich bei 27 halben. Und da kann man nicht mehr kürzen. Ja, so, das ist die eine Variante, wie man das lösen kann. Ich wollte noch eine andere zeigen, die auch ganz instruktiv ist, aber eine ganz andere Herangehensweise darstellt. Ja, und zwar kann man noch eine Indexverschiebung machen. Also das heißt, ich mache hier gleich zwei Lösungen für diese Aufgabe. Wenn ich das mit der Indexverschiebung machen möchte, dann sieht das so aus. Ja? Also ich könnte das also A' nennen. Ja, also dann mache ich also Summe k gleich 2 bis unendlich. Und dann habe ich hier 2 mal 3 hoch k plus 1 geteilt durch 7 hoch k minus 1. Ja, da mache ich erstmal denselben Schritt, dass ich einfach diese 2, die stört mich, die will ich raushaben. 2. Da. So, und jetzt stört mich hier direkt, dass ich hier mit k gleich 2 anfange und deswegen möchte ich mit was anderem anfangen. Und zwar möchte ich hier diese Reihe umbauen, indem ich einfach mal sage, e Summe, ich möchte mit j gleich 0 anfangen. Das mache ich mal in dieser Farbe j gleich 0. Bis unendlich. Ja, ich möchte also sozusagen anders umnummerieren. So, und da muss man sich einfach überlegen, was ist hier eigentlich los, wenn ich das so, wenn ich sozusagen diesen Variable wähle oder ändere, ja, dann habe ich hier Folgendes. Ich habe hier bei dieser Reihe habe ich, fange ich ja an mit k gleich 2, 3, 4 und so weiter. Ja? Und ich möchte aber stattdessen mit J loslegen und zwar soll das 0, 1, 2 sein. So, was man erkennt ist, und diese Gleichung muss man haben, dass K gleich irgendwas ist von J. J und dann sieht man eben halt, K ist nichts anderes als J plus 2. Ja? Also man baut sich so eine Gleichung, so eine Hilfsgleichung, in der man ausrechnet, was ist eigentlich k. Ne? K steht auf der einen Seite alleine und dann muss hier ein Term stehen in der Abhängigkeit von j. So, und was man jetzt macht, ist einfach, jetzt geht man durch diesen Term, der hier steht, und die 2 habe ich rausgezogen. Hier steht ja 3 hoch k plus 1. Und statt k plus 1 schreibe ich hin, in Klammern, j. Ach, das wollte ich hier in grün machen, das wollte ich in einer anderen Farbe machen. So. In Klammern j plus 2 und dann eben halt plus 1 geteilt, upsa, der Bruchstrich ist leicht verrutscht, so geteilt durch 7 hoch und jetzt muss ich hier statt k eben halt auch wieder j plus 2 in Klammern hinschreiben, j plus 2 in Klammern und dann minus 1. So, jetzt habe ich meine Indexverschiebung absolut korrekt gemacht. Ja, wichtig ist, dass, sagen wir so, nicht unwichtig ist, dass man hier diese Klammern bedenkt, ja, weil je nachdem, welche Terme hier auftauchen, sind die Klammern wichtig. Ja? Hier steht zwar plus 1, aber stellen Sie sich vor, da hätte nicht plus 1 gestanden, sondern mal 2. Dann wären die Klammern fürchterlich wichtig gewesen und eben halt alles andere als unwichtig. Und solche Beispiele gibt es auch, wo die Klammern hier dann essentiell sind. Hier in diesem Fall braucht man sie nicht und deswegen kann man das also im nächsten Schritt so schreiben, 2. Und dann einfach kann ich das einfach mal ausrechnen, j gleich 0 bis unendlich. Und dann habe ich 3 hoch j mal plus 3 geteilt durch 7 hoch j plus 1. Ja, so, und dann sehe ich ja, okay, ich habe hier wieder, also ich habe jetzt 3 hoch j geteilt durch 7 hoch j, aber dieses plus 3 plus 1 stört mich. Dann nehme ich den Standardtrick, ich ziehe hier dieses plus 3 raus und dieses plus 1 auch raus. Das heißt, ich habe 2 mal 3 hoch 3 geteilt durch 7 hoch 1.
Ja, die habe ich also rausgezogen. Summe j gleich 0 bis unendlich. 3 hoch j durch 7 hoch j. Ja, und dann ist es plötzlich leicht. Dann habe ich nämlich also 2 mal 9, nee, nicht 9, 27 Siebtel. 27 Siebtel mal, und jetzt kommt eine, jetzt habe ich eine geometrische Reihe. Ja, weil das ist ja 3 Siebtel hoch j. Das ist also 1 durch 1 minus 3 Siebtel. So, das ist also 2 mal 27 Siebtel mal, und hier kommt raus, ja, das ist hier, im Nenner ist es eben halt 4 Siebtel, und das ist ja ein Kehrwert, also 7 Viertel. 7 Viertel. Freundlicherweise hebt sich die 7 hier weg, kürzlich weg, und dann bleibt eben über 27 halbe, weil ich natürlich 2 und 4, da kann ich auch nochmal eine 2 kürzen. Und Sie sehen, da kommt dasselbe Ergebnis raus. Oh Wunder, ne? Das ist auch ganz gut so, dass dasselbe Ergebnis rausgekommen ist. Ja, also beide Wege führen nach Rom. Welcher einem lieber ist, ist Geschmackssache, das können Sie dann selber entscheiden. So, und bleibt noch B. B sieht irgendwie ganz böse aus, ne? Also da fällt uns ja irgendwie gar nichts ein. Dann hofft natürlich wieder, dass es wieder eine geometrische Reihe ist es aber ganz und gar nicht, ne? Und dann muss man eben halt gucken, was ist es denn eigentlich? So, und wir sehen hier im Nenner K-Fakultät. So, und was einem da in den Sinn kommen muss, ist natürlich, hey, wow, K-Fakultät im Nenner. Da hatten wir was, ja? Und hier ist also B. Ja, zur Erinnerung, ne, die Exponentialfunktion, die muss in deinen Sinn kommen. Die Exponentialfunktion von x, was ist das nochmal? Das ist die Summe k gleich 0 bis unendlich. Das ist ja die Reihendarstellung der Exponentialfunktion. Und dann ist es einfach x hoch k geteilt durch k Fakultät. So, und welche Reihe sollten wir nochmal jetzt berechnen? Wir sollten die Reihe berechnen k gleich 1 bis unendlich, 2 hoch k durch k Fakultät. Das ist doch sehr ähnlich. Summe k gleich 1 bis unendlich, 2 hoch k durch k Fakultät. Ja, und das ist ja, jetzt wenn wir da hingucken, das ist ja fast dasselbe. Ne? Nur nicht mit x, sondern mit 2. Das ist also, das Einzige, was wo man also noch ein Problem hat, ist hier, wir haben hier wieder k gleich 1, aber das lösen wir ja in dem alten, altgewohnten Stil, indem wir einfach sagen, pass auf, wir möchten, dass die Reihe einfach bei k gleich 0 anfängt. Wir machen jetzt also keine Indexverschiebung, weil das K-Fakultät finden wir toll, das wollen wir nicht ändern. Ja, wir fangen einfach bei k gleich 0 an, bis unendlich, und dann haben wir einfach 2 hoch k durch K-Fakultät in Klammern, ach Quatsch, die Klammern brauchen, Entschuldigung, so, minus, und jetzt ziehen wir den letzten Summanden, den Summanden, den wir uns hier dazu gedichtet haben, einfach wieder ab. Das ist also 2 hoch 0 durch 0-Fakultät. Das ist genau der Summanden, den wir hinzugedichtet haben. Ja, und dann sehen wir, wow, das ist genau hier meine Exponentialfunktion, und zwar nicht an irgendeiner Stelle, sondern an der Stelle 2. Das ist die Exponentialfunktion an der Stelle 2. Und jetzt, was ist das? Das 2 hoch 0 ist natürlich 1 und 0 Fakultät ist auch 1. Dann kriegen wir also raus e Quadrat minus 1. Das ist also das Endergebnis, ja, bei der zweiten Reihe. Die war natürlich also um einiges leichter, wenn man sich an die E-Funktion und deren Reihenentwicklung erinnert. Ja? So, ich hoffe, es hat geholfen.